Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer kleinen Vorstellung bzw. Empfehlung meinerseits. Nämlich geht es um die Seite GR Mining. Bei dieser Seite handelt es sich um einen sogenannten Bitcoin Mining Pool, wo man nichts anderes macht, als Geld hinein zu investieren in eine gewisse Rechenleistung, um im Nachhinein noch mehr Geld rauszubekommen. Es hört sich zwar auf den ersten Moment recht komisch und unglaubwürdig an, aber ich muss auch sagen, dass ich diese Seite seit knapp einem Monat beobachte bzw. auch selber nutze und allein in dieser Zeit eine recht gute Resonanz rausbekommen habe. Das Ganze werde ich euch jetzt zeigen, nachdem ich mich hier eingeloggt habe. So, und da sind wir auch schon direkt in meinem Profil. Und bevor ich euch zeige, wie ihr selber mit dieser Seite verdienen könnt, möchte ich euch auch beweisen, dass ich tatsächlich selber in diese Seite investiert habe und dass ich auch tatsächlich einen Nutzen davon trage. Nämlich hier kann man am besten sehen unter meinen Active Orders, wie viel Rechenleistung ich mir wann geholt habe, wann diese Rechenleistung erlischen wird, wann die letzte Auszahlung erfolgt hat, beziehungsweise wann die nächste sein wird und wie viel auch bereits ausgezahlt wurde. Meiner Meinung nach ein sehr übersichtliches und schönes System. Hier sieht man auch auf alle Fälle, dass ich zu reinen Testzwecken relativ wenig eingekauft habe, aber gleichzeitig kann ich euch auch zeigen, dass ich auf einem anderen Account wesentlich mehr gekauft habe, wesentlich mehr hingeblättert habe und dafür auch wesentlich mehr verdiene. So, jetzt zeige ich euch erstmal, wie man so einen Order macht. Hier unter Make Order habt ihr die Möglichkeit zwischen vier Verträgen auszuwählen, nämlich auf welche Zeit ihr wie viele Gigahash kauft. Natürlich zahlt ihr für einen 3-Monats-Vertrag viel weniger pro Gigahash als für einen 5-Jahres-Vertrag, das ist klar. Aber meiner Meinung nach rentiert sich der 5-Jahres-Vertrag einfach am meisten, da man verglichen dafür, wie viel man zahlt, am meisten herausbekommt. Weil die sind ja einem dann für 5 Jahre überlassen, die arbeiten weiterhin in dieser Zeitspanne weiter. So, hier hat man dann auch noch die Möglichkeit, sich Future Hash Power zu kaufen. Das ist nichts anderes als eine Rechenleistung, die erst später zum Arbeiten anfängt. Man bezahlt sie zwar jetzt ab, aber dafür zahlt man natürlich weniger und man kriegt halt dafür aber später was. So, hier wird einem auch relativ leicht gemacht, wie viel man mit dieser Seite auch verdient. Das ist natürlich ganz angenehm, denn man erhält automatisch im Überblick, wie viel man verdient hat, verglichen zu dem, was man auch tatsächlich ausgegeben hat. So, jetzt machen wir mal ein kleines Rechenbeispiel. Angenommen, wir kaufen uns tatsächlich 100 Gigahash zu einem Preis von 0,155 Bitcoin auf eine Zeitspanne von 5 Jahren gerechnet. So, hier habe ich mir auch einen kleinen Rechner vorbereitet. So, außerdem müssen wir noch alles von Euro in US-Dollar umwandeln, denn wir haben ja jetzt ein Preis von 0,155 Bitcoin, was knappe 47 Euro sind. In US-Dollar sind das knappe 60. Wir tippen da jetzt ein, die Hashrate. Wir kaufen uns ja natürlich 100 Stück. Die 50 lassen wir mal beiseite, die wir gratis bekommen, denn die sind nur für einen Monat verfügbar. Hier haben wir das jetzt alles in US-Dollar ausgerechnet bekommen. Am Tag verdienen wir mit dieser Hashrate basierend auf der jetzigen Exchange-Rate 0,56 US-Dollar am Tag, knappe 4 Dollar in der Woche und im Monat knappe 17 Dollar. So, jetzt nehmen wir uns mal die 5 Jahre her. Das sind circa, also es ist jetzt alles nur eine reine Überschlagsrechnung, 1825 Tage. Das multiplizieren wir mal mit dem Dollarwert, den wir am Tag verdienen, und das sind am Tag 1022 US-Dollar. Jetzt nehmen wir mal die US-Dollar her. 1022. In Euro sind das knapp, also mehr als 800 Euro. Subtrahieren wir die 60, davon haben wir einen Gewinn von 740 Euro. Aber man beachtet natürlich die Exchange Rate. Da der Bitcoin-Preis natürlich sehr variieren und auch schwanken kann, muss das nicht der jetzige Wert sein, den man da auch tatsächlich dann rausbekommt. Aber bewiesen ist, dass man auf alle Fälle einen Profit macht und das ist das, was zählt. Und das ist im Prinzip die ganz große Zauberei. Wer sich da ein klein wenig geschickt anstellt, der wird das wohl ganz schnell verstanden haben und das wird auch ganz leicht durchzuführen sein. Auf alle Fälle kann ich euch noch einen kleinen Einblick in meine Bitcoin Wallet zeigen. Das ist der Betrag, den ich rein mit dieser Seite verdient habe. Wer wissen möchte, wie viel ich tatsächlich investiert habe, um diesen Betrag nach nur einem Monat herauszubekommen, der möge sich das bitte selber ausrechnen. Was aber klar ist und was feststeht, ist, dass ich auf alle Fälle sehr zufrieden bin mit dem und
Die Verträge, die ich ja noch am Laufen habe, rennen ja noch 4 Jahre und 11 Monate. Das bedeutet, da kann noch einiges zusammenkommen. Wer Bock hat, sofort einzusteigen, der möge sich eventuell Vouchercodes kaufen. Die gibt es hier sogar auf eBay. Das heißt, man muss nicht unbedingt das Geld von der Bankkarte aus investieren, denn man hat ja hier die Möglichkeit, per eBay sich einen Code zu kaufen und das noch zu einem recht akzeptablen Preis, würde ich schon fast sagen. Und hier kann man auch direkt loslegen. Diese Vouchercodes, das ist sowas wie eine Art Gutschein, da wird direkt das Geld bzw. die Gigahash um dieses Geld werden da sofort gutgeschrieben und man kann direkt loslegen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch ganz viel Spaß damit und ganz viel Erfolg. Ich melde mich jetzt ab. Tschüss.